Hallo Slotblock-Freunde, heute geht es um Carrera Digital 124 Tuning mal wieder. Ich habe dazu den alten Bekannten rausgeholt. Es geht darum, wie ich die Frankenslot-Teile, die ich bereits eingebaut habe in den Mercedes, optimal einbaue bzw. weiter optimiere. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, da habe ich alle Tuning-Teile, die es von der Slot Car Factory gibt, einfach in meinen SLS eingebaut, bin auf die Bahn, hatte einen riesigen zeitlichen Gewinn dadurch. Und jetzt möchte ich tiefer ins Detail gehen, um das nicht nur einfach reinzuschrauben ins Auto, sondern das ganz ordentlich zu machen, um das Auto noch schneller hinzubekommen. Alle, die jetzt den ersten Teil schon gesehen haben, haben vielleicht die Baugruppen im Kopf. Es gibt für die Hinterachse ein Kit, für die Vorderachse ein Kit. Dann gibt es den Lightkeel-Halter mit Lightkeel und Schleifer noch als Bausatzgruppe. Und zusammen mit der Slot Car Factory, mit dem Michael Kastner, haben wir ein Paket geschnürt. In seinem Shop wird es angeboten, dass man alle Teile auf einmal bestellen kann für den Mercedes SLS, also inklusive Reifen auch. Und damit ihr als Zuschauer meines Kanals günstiger rankommt, steht uns ein Gutscheincode zur Verfügung. Und diesen Gutscheincode und seine Bedingungen findet ihr unten in der Videobeschreibung auf meinem YouTube-Kanal. Schaut es euch einfach an, über den könnt ihr, wie gesagt, günstiger die Teile bestellen. Wie ihr die dann einbaut, das zeige ich euch jetzt wirklich im Detail. Wir lassen uns da auch Zeit. Deswegen mache ich einen Dreiteiler raus und ich gehe jetzt an den Basteltisch, nehme euch mit und wir bauen die Hinterachse ein. Also, los geht's, bis gleich. Willkommen zurück in der Boxengasse. Wir bauen jetzt diese Hinterachse ein. Ich habe jetzt hier mal die komplette Baugruppe der Hinterachse mal vormontiert, damit ihr nochmal seht, aus was das alles besteht. Und zwar habe ich einmal die Felgeneinsätze, zwei Alufelgen mit Steg in der Mitte, dann die Frankenslot-Reifen, die aufgezogen sind auf diese Stegfelge. Neben den Felgen hier findet ihr Distanzscheiben, die mitgeliefert sind. So eine Distanz befindet sich auch hier zwischen Zahnrad und Alufelge. Dann habe ich hier ein Messingritzel an der Achse, einen Achshalter und zwei Kugellager. Eins steckt hier an der Seite und natürlich auf der anderen Seite ebenso das zweite Kugellager. Und so ist die Achse jetzt im Auslieferungszustand. Die muss jetzt nur irgendwie in unseren Mercedes SLS rein. Und wie man das am besten macht, zeige ich euch jetzt. Ich habe schon mal beim Mercedes die Schrauben raus, bis auf zwei. Die sind gelockert und nur eingesteckt, weil ich euch da was zeigen wollte. Wenn wir an die Hinterachse hier ran wollen, müssen wir erstmal die vier Schrauben hier lösen. Diese vier Schrauben halten den kompletten Motorträger am Fahrwerk fest. Und auf was man aufpassen muss, jetzt schon mal am Anfang, die Schrauben, die hier vorne drin sind, sind länger als die hinteren. Also das schon mal so zur Seite legen, dass ihr später wieder die kurzen hinten hinbringt. Und die langen hier nach vorne. Das schon mal merken, braucht man später beim Zusammenbau wieder. Nachdem diese vier Schrauben gelöst sind, kann man hier hinten den kompletten Motorträger rausnehmen. Ich habe das Kabel schon mal weggemacht, sodass ich das einzeln habe und nicht ständig Zug am Kabel habe. So, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das schauen wir uns später weiter an, das Fahrwerk. Wir machen jetzt mit der Hinterachse weiter. Auf der Rückseite findet ihr auch wieder zwei Schrauben. Diese zwei Schrauben halten praktisch den Achshalter hier mit seinen zwei Bronzelagern und der alten Achse. Die zwei Schrauben muss man natürlich rausdrehen. Und wenn ihr jetzt diesen Achshalter oder die ganze Achse hochzieht, dann habt ihr hier nochmal zwei Teile. Hier, wenn ich das hochziehe, habe ich die zwei Schrauben an so einem kleinen Plastikteil dran. Das brauchen wir auch für später. Also lege ich mir zur Seite und ich habe hier jetzt den Motor und die alte Achse. Hier die alte Achse, so wie es ist, brauche ich jetzt nicht mehr, außer ich möchte sie später mal wieder fahren, vielleicht zum Vergleich. Aber ansonsten könnt ihr die so zur Seite legen, was sich auch anbietet, die Hinterachse auf eBay zu verkaufen. Geht eigentlich ganz gut weg. Wenn ihr es nicht mehr braucht und dafür die Frankenslot hier einsetzt, dann ja, will man wahrscheinlich eh selten zurück zur Originalachse, weil die einfach um Welten schneller ist. Schauen wir uns mal die vormontierte Achse genauer an. Also ich habe Alufelge, Messingzahnrad, hier steckt eine Distanz, eine 3 mm Distanz. Dann habe ich hier ein Kugellager im Achshalter, zweites Kugellager im Achshalter.
Die Achse hier kurz zu sehen, 65 mm lang aus gehärtetem Stahl. Und hier kommen die anderen drei Distanzen aus dem Lieferpaket, 3 mm und zwei 2 mm Distanzen, gefolgt von der Alufelge. Die zusammengesteckte Achse vergleiche ich jetzt mal mit der Originalachse und man sieht jetzt hier, dass ich einen Unterschied habe in der Spurbreite. Wir wollen natürlich mit unserer Frankenslot-Achse dieselbe Spurbreite haben. Wir wollen breiter werden und das funktioniert einfach so, dass er hier Abstand reinbringt zwischen dem Zahnrad und der Felge. Wenn ihr den gewünschten Abstand habt, ich mache es jetzt hier mal nur frei Hand, kann das Ganze natürlich dann auch mit der Schiebelehre besser nachmessen, dass es genauer wird. Aber so jetzt grob reicht es mal. Jetzt seht ihr, ich habe absolut gleiche Abmessungen hergestellt zwischen Originalachse von Carrera und Achse von Frankenslot. An dieser Stelle noch ein Tipp. Ihr seht jetzt hier, dass wir einen Abstand haben zwischen der Alufelge und dem Antriebszahnrad. Hier mache ich in der Praxis immer noch Distanzen rein. Diese Distanzen sind jetzt im Lieferumfang nicht dabei. Das heißt, ich hole die mir extra aus dem Zubehörhandel und setze die hier in die Mitte rein. Warum mache ich das? Ich habe festgestellt, dass in längeren Rennen dieses Rad sich öfters mal selbstständig macht und in Richtung vom Zahnrad wandert. Das kann ich vermeiden, indem ich hier zwei Distanzen reinsetze. Das sind jetzt hier so gute 4 mm, die man braucht. Also ich bräuchte Distanzen, die hier noch 4 mm lang sind, breit sind. Also zwei 2 mm Distanzen einfach einsetzen und dann ist hier abgesichert und es kann keine Verschiebung mehr geben. Ich habe jetzt die Achse nochmal ordentlich vermessen und auch die beiden Distanzen hier eingebaut, bin aber hier unter 4 mm geblieben. Hat den Grund, weil wenn ich hier auf 4 mm gehe, bin ich bei der Spurbreite, die die Originalachse hat und die auch nicht mehr groß veränderbar ist, sonst schleife ich hier an der Außenkante eher an der Karosserie. Aber ich möchte ja ein bisschen Spiel haben auf der Achse, deswegen habe ich jetzt hier keine 4 mm rein, sondern ein bisschen drunter. Und habe dann hier Spiel auf der Achse. Das ist jetzt Geschmackssache, wie viel Spiel man da hat. Hängt an vielen Sachen, am Fahrstil, am Bahnzustand, an den Reifen natürlich. Da müsst ihr einfach mal ausprobieren, was für euch am besten ist. Kann sich natürlich auch ändern, wenn der Bahnzustand sich ändert oder eben wenn die Reifen abgefahren sind, wenn ihr neue Reifen habt. Das ist alles anders, kommt aber noch ein extra Video zu diesem Thema. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Achsträger einzubauen. Einmal eben so rum und einmal so rum. Aus der Perspektive kein Unterschied zu sehen. Man denkt, das ist zweimal das gleiche. Aber ich drücke mal hier fest und wir schauen von der Seite raus rein. Jetzt seht ihr hier, dass ein gewisser Abstand zwischen der Achse dann und dem schwarzen Bogen hier ist. Wenn ich das Gelbe umdrehe, ein Achshalter, dann ist jetzt der Abstand verringert. Das heißt, in dieser Richtung, wenn ich es einbaue, dann kommt die Achse nach oben, was dann dafür sorgt, dass der Schwerpunkt des Autos nach unten kommt. Weil wir stehen ja hier auf dem Kopf, also ich habe eine feste Verschraubung hier und hier mit dem Fahrwerk und schiebe dann die Achse nach oben, also kommt das Fahrwerk nach unten und die Bodenfreiheit wird geringer. Also so habe ich praktisch Rennwagen, baue ich es um, habe ich hochgelegtes Straßenfahrzeug, sage ich jetzt mal. Kann man damit spielen, aber natürlich ist der niedrige Schwerpunkt bei einem Rennwagen immer gewünscht. Deswegen baue ich jetzt meinen Achshalter so rum rein. Ich schraube jetzt das aber nicht gleich fest. Ihr erinnert euch, wir haben noch die zwei Schrauben hier zur Seite gelegt. Schraube ich jetzt noch nicht gleich rein, weil ich möchte vorher noch was überprüfen. Und zwar die Hülsen sind ja schon bündig mit meinem Motorträger, aber wie sieht es jetzt hier aus? Ich schaue mal, mit dem Finger spürt man es oft schon, ob da vielleicht ein Grat vorhanden ist an der Kante, der dann dafür sorgt, dass der Träger hier nicht ordentlich auflegt. Also man kann jetzt hier mit einer Schlüsselfeile oder Schlüsselfeile ist eigentlich am besten eine feine Feile, hier ganz leicht diese Ebene plan schleifen. Nächster Schritt ist jetzt, dass ich die Kugellager hier einsetze. Die Kugellager habe ich in Bremsreiniger vorhin eingelegt, um das Fett rauszubekommen. Ich werde dann nachher die Leichtgängigkeit wieder mit einem Tropfen Öl herstellen.
Die Kugellager müsst ihr jetzt schon reinschieben in den Achshalter und dann verschrauben, weil nachher, wenn der mal drin ist, hier komme ich nicht mit dem Kugellager durch diesen schwarzen, durch die schwarze Öffnung des Trägers. Ihr seht, jetzt Kugellager ist minimal breiter als der Motorträger, deswegen muss ich die Kugellager jetzt einsetzen. Ich habe die Schrauben nur ganz leicht angezogen, also hier ist alles, wackelt noch. Soll auch so sein, da kommen wir später dann nochmal drauf zurück. Nichtsdestotrotz schiebe ich jetzt mal die Achse dadurch. So, und das hier sollte sich jetzt schon ganz leicht anfühlen, ganz leichtgängig. Hier darf nichts verklemmt sein. Ich muss das so, hier seht ihr ja, das fällt eigentlich fast von alleine hier durch die Achse. Minimal muss man anschieben, hätte ich jetzt schon Öl drauf und die Achse wäre auch ein bisschen schmierig, würde man die durchrutschen. Das ist schon mal optimal soweit. Mit den Distanzen machen wir jetzt gleich weiter. Ich habe mir die ja vorhin zur Seite gelegt. Ich schiebe die mal so drauf, dass man sieht, welche ich verwende. So, dann kommt das Messingzahnrad. Dann kommen nochmal zwei Distanzen. Und zum Schluss kommt der Reifen. Den Reifen schraube ich jetzt schon mal fest und mache dann auf der anderen Seite weiter. Dort hatten wir drei Distanzen zur Seite gelegt. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und es folgt der Reifen. Schauen wir uns die Hinterachse jetzt noch im Detail an. Was wir hier gleich noch optimieren können, ist einmal das Spiel. Wir haben zwar Kugellager drin, das heißt, ich brauche eigentlich fast gar kein Spiel auf der Achse, aber ein bisschen Spiel lasse ich trotzdem immer drin. Ich habe jetzt hier mal, um einen Effekt zu zeigen, sehr viel Spiel eingebaut. Und wenn ich viel Spiel habe, dann kann dieser Fall hier eintreten, das Motorritzel trennt sich vom Zahnrad auf der Achse und ich hätte dann einen Leerlauf. Ganz schlimm ist der Fall dann, wenn es wieder reinrutscht und die beiden Kanten treffen sich und hier kann es dann zu Absplitterungen, zu Spänen kommen und die Zahnräder gehen kaputt. So sollte das Spiel eingestellt werden, dass es maximal so in der Mitte hier vom Motorritzel immer so hin und her pendeln kann. Einstellen kann ich das Spiel einfach dadurch, indem ich jetzt zum Beispiel hier meinen linken Reifen aufmacht und reinschiebt, wieder festschraube und das Spiel ist weg und ihr seht jetzt hier, ich habe noch minimal Spiel, weil hier auch die Schrauben ja noch nicht fest sind, aber ich konzentriere mich jetzt nochmal nach links und rechts. Ihr seht jetzt, dass hier das Zahnrad nicht mehr sich vom Motorritzel trennen kann. Jetzt kommen wir praktisch zum i-Tüpfelchen der Optimierungsmaßnahmen. Ob man diesen Effekt überhaupt messen und spüren kann, weiß ich nicht. Aber es gibt einige, die da wirklich drauf schwören. So, ich verrate es euch jetzt einfach mal. Wir haben drei Madenschrauben. Ich habe das jetzt mal so gestellt, dass alle Madenschrauben in unsere Kamerarichtung schauen, also nach oben. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Achse dreht, entsteht eine Unwucht. Ich habe hier eine Seite, die obere in dem Fall, die praktisch schwerer ist als gerade die Unterseite und es entsteht rein theoretisch so ein Springen. Und dieses Springen kann man optimieren, indem man die Madenschrauben verteilt. Und da wird einfach 360 Grad werden geteilt durch die drei Schrauben, dann komme ich auf 120 Grad. Und jetzt heißt diese drei Madenschrauben jeweils um 120 Grad zu versetzen. Ich probiere das jetzt mal, so genau kriege ich es jetzt auch nicht hin auf die Schnelle, aber nur, dass ihr wisst, was ich meine. Ich habe es ganz grob mal eingestellt. Die Schraube zeigt jetzt hier in meine Richtung. Ich sitze gerade hinter der Kamera. Die Schraube zeigt so schräg nach oben. Und die dritte, die ist hier an der Madenschraube und zeigt schräg nach unten. Wenn man es jetzt nachmessen würde, sollten eben zwischen diesen verlängerten Linien der Schrauben
120 Grad jeweils sein, was dafür sorgen soll, dass die Achse einfach rund läuft und ein Springen der Hinterachse vermieden und minimiert wird. Ob ihr den Effekt merkt, sagt mir da einfach Bescheid, probiert es mal aus, das ist ja gleich geändert, man muss ja auch gar nicht das Auto auseinanderschrauben dafür, aber probiert es mal aus, ob ihr einen Effekt merkt und schreibt es mir in die Kommentare bitte. Ideal ist jetzt von diesem Zustand aus das Getriebe bzw. auch den Motor einlaufen zu lassen. Das Einlaufen ist wieder eine eigene Wissenschaft für sich, dazu mache ich ein extra Video, das sprengt jetzt den Rahmen. Gehen wir einfach mal davon aus, bei mir ist jetzt hier alles sauber eingelaufen, die beiden Kugellager habe ich geölt und wir gehen jetzt weiter und setzen diese Baugruppe zurück ins Fahrwerk ein. Erinnert euch, die Schrauben sind noch nicht fest, die lasse ich auch erstmal locker, will aber trotzdem diese Baugruppe hier zurück einbauen. Auch hier schaue ich jetzt erstmal, bevor ich an das Verschrauben gehe, ob die Buchsen hier alle schön bündig mit meinem Plastik sind. Falls das nicht der Fall ist, nehme ich einfach eine kurze Schraube, die hier, und drehe die rein und kann dann damit, wenn die Schraube am Anschlag ist, die Buchse noch weiter nach unten drehen. Ist ja nicht notwendig, sind alle schön bündig, das heißt hier, diese Stellen hier liegen ordentlich dann auf und ich kann es sauber verschrauben. Dann habt ihr, also es hat schon ein Zuschauer jetzt im letzten Video gesehen, dass ich hier was verändert habe. Ich habe hier zwei von diesen Schlitzen einfach rausgenommen und das hat folgenden Grund. Ich habe ja die Schrauben immer noch locker auf der Rückseite und die habe ich deshalb locker, beziehungsweise ich habe deshalb hier die beiden Stäbe hier entfernt, um mit dem Schraubenzieher nachher hier reinzukommen. Warum? Ganz einfach, ich kann dann später über die beiden Schrauben ausrichten, dass die Hinterachse parallel ist zur Vorderachse. Weil jetzt übertrieben, ich halte es mal so übertrieben hin, nehme an, die ist so eingebaut, dann wird das Auto auf der Bahn immer schräg fahren. Auch auf der Geraden wird das Auto schräg auf der Bahn draufstehen, schaut dann natürlich optisch nicht schön aus und zum anderen kostet es viel Zeit, weil auf einmal eine Bremswirkung entsteht, wenn die Vorderräder woanders hinzeigen vom Winkel her als die Hinterräder. Also im Idealfall sind Vorderachse und Hinterachse ganz exakt parallel und um das einzustellen, habe ich dann eben, wenn ich oben verschraubt habe, mit diesen vier Schrauben oben, kann ich auf der Rückseite nachjustieren und die Hinterachse absolut parallel stellen und auch nochmal das Spiel damit überprüfen, dass das Ganze passt. Wir verschließen erstmal hier wieder diese Abdeckung, da war ja früher der Magnet drin, den will ich nicht mehr haben. Darauf achten, das ist jetzt falsch rum absichtlich gebaut, seht ihr, steht über, darf nicht so sein, bedeutet, wir haben dieses Teil genau falsch rum eingelegt. Ihr seht ja, dass diese Zapfen hier nicht symmetrisch sind, also das Ganze muss so rum ins Fahrwerk rein und dann habt ihr unten auch eine plane Fläche. Danach gibt es dieses Metallteil hier, da kam von unten die Schraube, die das Auto in der Box hält und jetzt kommt der ganze Träger hier drauf und auf was man jetzt wieder achten muss, vorne kommen die langen Schrauben hin, also vorne in Fahrtrichtung vom Auto aus gesehen, hier vorne zwei lange Schrauben, hinten kommen die beiden kürzeren Schrauben rein. Ich habe die vier Schrauben jetzt nicht festgezogen, weil ich euch noch was zeigen wollte. Wenn ihr euch noch erinnert, die unteren Schrauben der Achse sind auch noch nicht fest. Jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten, die Hinterachse in ihrer Richtung noch zu bewegen. Also Richtung meine ich hier so. Und die soll ja parallel sein zur Vorderachse. Wenn ich jetzt hier den Motorträger bewege, habe ich minimal die Möglichkeit, die Achse zu bewegen. Jetzt halte ich den Motorträger fest und hier ist das zweite Spiel, das im Moment von unten kommt, von den beiden lockeren Schrauben. Und beide muss ich jetzt so hinbekommen, dass beide Achsen im Idealfall zu 100% parallel sind. Ich fange erstmal an, das Spiel wegzunehmen und die Schrauben fest anzuziehen, hier am Motorträger. Ich kann die jetzt einfach festschrauben und weiß aber dann nicht, ob vielleicht der Motorträger irgendwie schräg steht. Und jetzt für den ersten Schritt, für den ersten Versuch, orientiere ich mich hier hinten. Da ist ein kleiner
Ja, es steht leicht über hier. Und ich orientiere mich jetzt einfach dran, dass dieser Überstand hier und hier gleich ist. Wenn ich jetzt übertrieben schräg das mal hinhalte, dann seht ihr, hier habe ich meinen Überstand und hier habe ich keinen. Und dann sehe ich rein optisch schon, die Achse ist jetzt schief. Also mache ich jetzt, versuche ich das einigermaßen gerade zu kriegen. Jetzt mal so nach Augenmaß, wobei hier ist ja nicht viel Möglichkeit. Ich halte es mit meinen beiden Fingern jetzt fest und ziehe diese Schraube leicht an, gehe dann diagonal rüber und ziehe die an. Und dann auf die anderen beiden. So, ich habe es jetzt leicht, also es ist schon fest, könnte jetzt noch ein bisschen nachziehen, aber ich überprüfe jetzt nochmal, ob sich durchs Verschrauben irgendwas verzogen hat. Ich habe hier meinen Überstand und habe den auch hier. Das sieht auf jeden Fall gut aus soweit. Zum Schluss kommen wir zu den beiden Schrauben auf der Rückseite. Ihr seht hier ja das Spiel, das wir noch beheben müssen. Und ihr seht jetzt auch, dass man mit Augenmaß hier die Achse schon sehr gut ausrichten kann, nämlich wir haben gleich mehrere Referenzpunkte. Das eine ist, dieses Zahnrad hier muss parallel stehen zu dieser Kante von dem ausgefrästen Rechteck hier. Also Kante, Messingrad, Kante. Die drei Linien müssen parallel sein und dann kann man sich noch optisch orientieren an diesem Spalt hier. Ich übertreibe es mal. Jetzt habe ich hier größeren Abstand als da drüben, fällt, in, wenn man direkt reinschaut, noch mehr auf als hier auf der Kamera. Das heißt, ich richte jetzt nach Augenmaß das Ganze so aus, Zahnrad parallel zu den Linien und Spaltmaß überall gleich groß und ziehe dann vorsichtig diese Schrauben an. Machen wir noch eine Endkontrolle von dem Ganzen. Ich habe es jetzt noch fest angezogen, die Schrauben, also Spaltmaß sieht gut aus. Die parallelen Linien sind hergestellt. Man kann es jetzt natürlich alles auch noch nachmessen. Und wenn die Vorderachse sauber verbaut ist, kann man natürlich auch den Achsabstand mit der Schiebelehre nachmessen auf der linken und rechten Seite zwischen halt Hinter- und Vorderachse. Und es sollte auf beiden Seiten dann absolut identisch sein. Es kann natürlich sein, dass euer Reglement in der Rennserie, in der ihr fahrt, nicht erlaubt, dass man hier das Fahrwerk verändert und diese Löcher machen darf. Dann müsst ihr natürlich den Achsträger vorher in den Motorträger einschrauben. Da kann man sich dann auch an Spaltmaßen orientieren. Geht eigentlich genauso. Dann hoffe ich, die einzelnen Schritte waren für euch verständlich, wie ich das Ganze aufgebaut habe. Das Ganze ist natürlich jetzt maximal aufwendig mit der ganzen Ausrichterei und so weiter. Man kann diesen Umbau auch viel schneller machen, indem man nach Augenmaß die Achse einfach ausrichtet, einschraubt und fertig. Aber das wären so die Schritte, die man eben durchführen muss, um die letzten Feinheiten rauszubekommen, wie auch das Richtigstellen der Madenschrauben im 120-Grad-Winkel. Müsst ihr alles nicht machen. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, was alles möglich ist. Was mich freuen würde, ist, wenn ihr auch euren Mercedes SLS umbaut und eure Erfahrungen, Tipps einfach in den Kommentaren reinschreibt, damit ihr das Ganze machen könnt. Wie gesagt, ist der Gutscheincode unten in der Videobeschreibung auf meinem YouTube-Kanal. Gebt ihn an unter slotcarfactory.de. Dort bekommt ihr dann das komplette Tuning-Set für den Mercedes SLS zum Vorzugspreis und ihr könnt damit loslegen. Ich mache im nächsten Video weiter mit der Vorderachse. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, dann könnt ihr das nächste Video auch nicht verpassen. Wir sehen uns, Roland, bis zum nächsten Mal von slotblog.de.